Bestelle eine Nintendo Switch. Das Top-Suchergebnis für Tango Switch ist Switch Sticks G-Stock. Kleidbar, verstellbar. Design Tango Pink. Gierten männlichen Bledes in den After der Sexualpartnerin bzw. des Sexualpartners. Ah. Danke. Einen wunderschönen guten Tag. Heute machen wir wieder etwas auf, aber kein Loot, sondern etwas, was ich mir bei Amazon bestellt habe. Einen Amazon Echo Dot. Ja, diese Alexa-Geschichte, ihr wisst Bescheid. Ja, warum so spät? Ich habe mich da eintragen lassen, da musste meine so eine Einladung anfordern und das hat unglaublich lang gedauert. Ja, ich habe jetzt über 4 Wochen, glaube ich, gewartet und jetzt hat Amazon mich endlich dazu privilegiert, mir ein solches Gerät zu kaufen. Ich wollte erst den großen kaufen, habe mir aber dann gedacht, 180 Euro, ist ganz schön happig. Ich kaufe mir einfach das kleine Ding, das kostet 59 Euro. Und wenn es mir gefällt, kann ich den großen dann ja immer noch kaufen. Aber brauche ich eine neue Einladung dann für, ja? 59 Euro kostet das Gerät und kann im Grunde genau das gleiche wie auch der große, nur dass hier kein Lautsprecher drauf ist, also kein guter Lautsprecher drauf ist, sondern nur so ein kleiner, der anscheinend qualitativ dann nicht so gut ist. Aber man kann das Ding dann mit einem Bluetooth-Lautsprecher koppeln oder per Klinkestecker an die stationäre Anlage anschließen. Ja, und da will ich das Ganze erstmal austesten hier. Ne, da läuft nichts schief, ne, wenn es doof ist, kann ich es immer noch verkaufen. Aber ich stelle es mir ganz cool vor. Wir werden das Ding jetzt wirklich ausführlich hier ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgebracht, denn normalerweise hätte ich das im Stillen gemacht, aber ich dachte mir, Mensch, vielleicht wollt ihr einfach dabei sein. Wenn ihr nicht dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall abschalten, weil das wird lange dauern. Ich will im Grunde fast alle Optionen hier einmal durchgehen und ja, das wird, denke ich mal, sehr, sehr lange dauern. Okay, was haben wir hier? Alexa, spiel meine Playlist mit Jazz-Favoriten ab und so weiter. Hier sind so ein paar Beispiele. Ja, dann gibt es dann für diesen Kasten auch noch diverse Skills, sogenannte Apps, wo man das Ganze dann erweitern kann und so weiter und so fort. Aber das soll ja kein ausführliches Review werden, sondern einfach nur mal reingucken. So, hier kann man das dann so aufmachen. Nice, das ist schon mal sehr schön. Dann machen wir das hier so auf und da guckt uns der Echo Dot auch schon an. Ja, also nicht dieses lange Tennisball-verpackungsförmige Ding, sondern einfach nur so klein, sieht aus wie, ja, werdet ihr gleich sehen, wie so ein Deckel irgendwie, ja. So, da ist das Gerät selber. Legen wir mal erstmal hier an die Seite. So, dann haben wir hier noch Echo Dot Amazon. Was steht da drin? Irgendwas Interessantes, mal schauen. Ja, nur was da so bei ist, Micro-USB-Anschluss und so weiter, Netzstecker etc. etc. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Okay, mindestens 1 Meter Abstand zum Koppeln kriegen wir auch hin. Ja, alles gut. Quick-Anleitung brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir noch ein kleines Kärtchen zum Ausprobieren. Ja, so ein paar Befehle sind da drauf. Ich habe mir aber aus dem Internet ganz, ganz viele Befehle runtergeladen. Also das heißt eine Liste. Ich habe hier 4 DIN A4-Seiten, die ihr gerade nicht seht. Und wie gesagt, die werde ich gleich alle einsprechen. Ich freue mich schon. Ja, das wird bestimmt witzig. So, dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel, ja, zum Verbinden. USB an dieser Stelle. Und wie gesagt, einen, wie ich finde, sehr schicken Netzstecker, ja, wo auch Amazon draufsteht. Wie geht dem? Ach so, okay, alles klar. So, da kommt dann USB rein, ihr seht's, und das dann in den Echo Dot letztendlich. So, packen wir mal an die Seite. Ist sonst noch was dabei? Hier auch noch mal ein bisschen, ja, irgendwelche Sicherheitshinweise brauchen wir jetzt nicht. So, wir räumen mal ein bisschen auf. Karton auch eine Seite und dann gucken wir uns mal den Star der Show an. Ja, wir haben obendrauf verschiedene Buttons, die wir uns jetzt angucken werden, wenn ich das Ding mal befreit habe. Das ging bestimmt galanter, aber galant kriegt ihr woanders, nicht bei mir. So, Achtung. Nice. Und hier auch nochmal aufmachen. Da hinten habt ihr die beiden Anschlüsse, die es an dem Gerät gibt. Wie gesagt, einmal Micro-USB, einmal 3,5 mm Klinke fürs AUX-Kabel, was übrigens nicht dabei ist. So, auf der Seite steht Amazon. Es ist super shiny, das Gerät. Ja, so Klavierlack. Es gibt aber auch noch so, ja, so Schoner, die das Ganze dann vielleicht ein bisschen anders aussehen lassen. Und hier haben wir 3 Buttons. Einmal zum Stummschalten, einmal eine Aktionstaste, einmal leise und einmal laut.
Aber leise, laut und Aktion können wir eben auch mit Sprache steuern. Und darum geht's bei dem Ding, ja? Alles per Sprache zu steuern. Sei es irgendwelche Smart-Home-Geschichten wie Lampen, die mit dem WLAN verbunden sind. Eigentlich alles. Timer, Einkaufslisten, Bestellungen bei Amazon und so weiter und so fort. Also es geht relativ viel. Sportergebnisse kann man machen. Man kann Bluetooth-Geräte per Sprache koppeln und wieder lösen, ne? Und so weiter. Diverse Fragen stellen, Radiosender abspielen, Musik finden, abspielen, leiser machen, lauter machen, skippen und so weiter und so fort. Aber wir schauen uns das erstmal an. Okay, ich habe hier keinen Strom. Deswegen nehme ich einfach hier diese sehr schicke Anker Powerbank. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Guck mal. Na, das ist hier so eine sehr, sehr schicke Anker Powerbank. Die werde ich auch die ganze Zeit mit dem Echo Dot benutzen. Den werde ich jetzt einfach so da drauf stellen. Ja. Und so wird das bei mir quasi funktionieren, weil ich jetzt nur einen habe. Und ich möchte den ganz gerne vom Schlafzimmer dann mal in die Küche und von der Küche vielleicht mal ins Wohnzimmer, je nachdem, wozu ich den brauche. Und dann ist der Anschluss an eine Powerbank vielleicht ganz pfiffig. So, wir schließen das Ganze jetzt mal an. Aha, es leuchtet blau. Es macht irgendwas. Wie geht's weiter? Ich glaube, der initialisiert sich jetzt gerade. Man muss, soweit ich weiß, so lange warten, bis das Ganze orange wird. Ja? Und so lange warten wir jetzt auch. Und ich sorge so lange für eine zweite Perspektive. Oh, hört mal. Geil. Das ist aber nett. So, die Alexa-App habe ich mir gerade runtergeladen und jetzt können wir hier in der App wählen, was wir für ein Gerät haben. Echo, Tab und Echo Dot. Wir haben ein Echo Dot und dann sagen wir möchten das Ganze ganz gerne auf Deutsch haben. Ja, weiter. Okay, und jetzt sollen wir die WLAN-Verbindung starten. Machen wir mal. Ja, diese orangene Lampe da oben, die LED, das sieht sehr geil aus, ja, die bewegt sich sehr, sehr schön. Deswegen gehen wir hier auch auf Weiter. So, und jetzt sollen wir WLAN switchen in unserem Telefon. Das mache ich jetzt einfach mal hier über Multitask. Ich habe das irgendwo hier offen, jawohl. So, dann sagen wir WLAN, dann müsste der jetzt diesen Echo Dot finden. Amazon AWA steht da, ja. Dann wählen wir das mal an und sagen, der soll sich damit verbinden. Macht der jetzt... Oh, da passiert irgendwas im Hintergrund. Oh, gut. Dann wollen wir das mal machen. Wieder Multitasking hier. Geht natürlich auch mit Android. Da drauf. Mit Echo Dot verbunden. Sehr gut. Weiter. So. Das Ding soll sich jetzt mit meinem Router verbinden. Ich glaube, 5 GHz WLAN geht auch. Deswegen wählen wir mal den hier. Dann muss ich jetzt hier das Passwort eingeben. So, jetzt verbindet er gerade. Ihr Echo Dot wird vorbereitet. Ich bin gespannt. Bisher läuft es ja wie am Schnürchen. Sehr, sehr einfach, die Einrichtung. Und ich finde den Lautsprecher auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ich weiß, ihr hört das natürlich nicht so krass wie ich, aber das Ding hört sich richtig nice an. Ich dachte, das wäre so eine blechernde Handykiste oder irgendwie sowas. Bei YouTube habe ich mir natürlich auch schon vorher, bevor ich das Ding gekauft habe, so ein paar Videos angeguckt. Aber es hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an, das Teil, ja? So, dann schauen wir mal. Echo Dot wird vorbereitet. Dies kann einige Minuten dauern. Balken ist allerdings schon durch. Oh, ich freue mich schon, mit der gleich zu sprechen, so ein bisschen. Einrichtung abgeschlossen. Weiter. Echo Dot ist jetzt mit Ihrem WLAN verbunden. Weiter. So, wählen Sie, wie Ihr Echo Dot benutzen möchten. Per Bluetooth, Audiokabel oder keine Lautsprecher. Verwenden Sie Echo Dot als eigenständiges Gerät. Das machen wir jetzt, glaube ich, mal als erstes, ne? Und hinterher verbinden wir auch noch einen Bluetooth-Lautsprecher. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das dauert hier alles jetzt ein bisschen. So, alles klar. Dieses kurze Video erklärt Ihnen einige Grundlagen. Oh, das brauchen wir nicht, ne? Komm, scheiß auf das Video, oder? Selbst ist der Mann, wir brauchen keine Anleitung, wir brauchen kein Video. Das kann man nicht skippen? Was ist denn das für ein Mist? Weg! Ich will keine Anleitung, ich will das selber rausfinden. So, bla bla bla. Okay, okay, okay. Nehmen wir mal an, wir hätten es jetzt zu Ende geschaut. Ja, genau. Super, Dankeschön. Dann mache ich mal fertig. Ah, guck mal jetzt. Wir haben ihn ausgetrickst. Ja, sind schon ein bisschen pfiffig. Jetzt sind Sie dran. Sagen Sie folgenden Satz laut zu Echo. Ich will das nicht sagen. Nee, komm, dieses Tutorial, das geht mir auf den Sack. Komm, weiter, weiter, weiter. Testen Sie neue Rezepte und so weiter. Nee, komm, das ist mir zu blöd. Wir versuchen das jetzt einfach auf eigene Faust. Ja? Alexa,
Wie spät ist es? Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß. Du weißt nicht, wie spät es ist? Du bist ein verdammter Computer, eine KI und weißt nicht, wie spät es ist? Alexa, was kannst du? Für Vorschläge, was du sagen kannst, gehe in den Bereich zum Ausprobieren in der Alexa-App. Okay, kannst du mir das nicht einfach beibringen? Nein, dann versuchen wir mal was anderes. Was könnten wir denn mal nehmen? Irgendwas Interessantes. Alexa, wie steht's bei Borussia Dortmund? Am 21. Januar hat Borussia Dortmund gegen Werder Bremen in der Bundesliga 2:1 gewonnen. Ja, natürlich. Natürlich ziehen wir die Bremer ab. Ist ja ganz, ganz klar. Aber sowas kann man dann erfragen. Wenn ich jetzt mich weiter für meine Mannschaft interessiere, würde ich vielleicht fragen... Alexa, wann spielt Borussia Dortmund? Borussia Dortmund spielt in der Bundesliga am 29. Januar um 17.30 Uhr gegen 1. FSV Mainz 05. Ja, nächste Woche gegen Mainz also, ne? Habe ich schon ein bisschen was gelernt an dieser Stelle, ja? Alexa, was gibt es Neues? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Info vom Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Merkel will respektvollen Austausch mit dem neuen US-Präsidenten. Alexa, lauter. Regeln festzuhalten. Dies gelte etwa für die internationale. Alexa, Lautstärke auf 10. Sich an einem sogenannten Marsch. Schon deutlich lauter. Alexa, stopp. Okay, ich habe jetzt einfach gefragt, was los ist und sie gibt mir die Tagesthemen in 100 Sekunden. Ist vielleicht, wenn man morgens aufsteht und einfach sagt, Mensch, Tussi, was ist los? Ich sage den Namen jetzt extra hier nicht, damit die nicht immer anspringt. Ist das natürlich eine ganz nette Angelegenheit an dieser Stelle. Ne, man kann sich natürlich witzig mit ihr unterhalten, aber wir haben Sport gelernt, wir haben Nachrichten jetzt vielleicht mal drin gehabt, was ganz cool ist. Ich würde mal ganz gerne ein bisschen was mit Musik haben. Da müssen wir nur aufpassen wegen GEMA. Ja, was sagen wir denn einfach mal? Alexa, spiele ein Lied von Tupac. Zufällige Wiedergabe von Tupac-Songs. Etwas live, krass. Alexa, weiter. War nicht schlecht, ist auf jeden Fall Tupac. Alexa, weiter. Funktioniert ganz gut. Soundqualität ist jetzt nicht der absolute Hammer, aber klingt ordentlich. Alexa, stopp. Das funktioniert eigentlich wie am Schnürchen. Ich habe noch überhaupt keine Skills installiert. Ich versuche mal irgendwas in Richtung Skills zu fragen. Alexa, spiele Radiosender 1 Live. 1 Live. Das junge Radio des WDR auf TuneIn. Oh, Alexa, stopp. Muss ich gar nicht installieren, ist schon vorinstalliert. Also TuneIn ist ja so ein Radiosender-App und da kann ich mir jetzt einfach irgendeinen Radiosender rauspicken. Wir versuchen es ein bisschen präziser vielleicht jetzt mal mit Musik, weil ich habe Spotify noch nicht verknüpft, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich weiß gar nicht, wo die Musik jetzt herholt. Höchstwahrscheinlich von Amazon Prime an dieser Stelle. Ne? Wir sagen einfach mal... Alexa, spiele neue Musik von SpongeBoss. God of Battle von SpongeBoss. Okay. God of Battle, was war das denn nochmal? Ist das aktuelle? Ich weiß es gar nicht. Alexa, stopp. Ja, auf jeden Fall geht das auch. Ich glaube, sie holt es gerade aus Amazon Prime Music, was ich persönlich eigentlich nie verwende. Ja, Alexa... Zähl bis 5. Die Wurzel von 5 ist 2,23606798. Na, habe ich jetzt im Ruhrpott gesagt, Zähl bis 5 und sie hat Wurzel aus 5 verstanden. Also wenn ihr in Dialekt sprecht, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen deutlicher sein. Weil Zähl bis 5 ist eher so ein bisschen Ruhrpott angehaucht, aber wenn ich sage, Alexa, zähle bis 5. Die Wurzel von 5 ist 2,23. So undeutlich spreche ich doch gar nicht. Kann sie überhaupt bis irgendwo zählen?
Ich glaube schon, oder? Ich versuche es nochmal. Mit all meiner Hochdeutsch-Skills, die ich so habe. Alexa, zähle bis 5. Die Wurzel von 5 ist 2,23606798. Alexa, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Ja, machst du aber. Anscheinend kann sie tatsächlich nicht zählen. Ich dachte, das wäre letztendlich kein Problem. Alexa, schnick, schnack, schnuck. Okay, wir spielen. 2, 1, Stein. Oh, Alexa, schnick, schnack, schnuck. Okay, wir spielen. 3, 2, 1, Papier. Warum zieht die mich ab, Alexa? Schnick, schnack, schnuck. Okay, lass uns spielen. Schnick, schnack, schnuck und ich habe Papier. Ja, habe ich gewonnen, ja, 2-1. Also man kann mit ihr auch Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wenn man ganz gerne möchte. Alexa, erzähle einen Witz. Der arme User beim Versuch, sein Passwort zu ändern. Urlaub. Ihr Passwort ist zu kurz. Langer Urlaub. Ihr Passwort muss Ziffern enthalten. 1, 2, 3, langer Urlaub. Ihr Passwort muss Sonderzeichen enthalten. 1, 2, 3, langer Urlaub, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ihr Passwort darf keine Leerzeichen enthalten. 1, 2, 3, langer Urlaub, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Jetzt mach endlich mal hin, du blödes Ding. Entschuldigung, dieses Passwort ist bereits vergeben. Bitte wählen Sie ein neues. Was? Das ist eigentlich so dumm, dass es gleichzeitig schon wieder lustig ist. Alexa, erzähle noch einen Witz. Sind zwei Muffins im Backofen. Nach einer Weile sagt der eine: Puh, ganz schön heiß hier. Daraufhin der andere: Huch, ein sprechender Muffin. Ich glaube, ich habe meinen Befehl gefunden. Alexa, erzähl noch einen Witz. Woher weißt du, dass du ein Technik-Nerd bist? Deine drei Töchter heißen Siri, Alexa und Cortana. Okay. Alexa, bist du besser als Siri? Ich mag alle künstlichen Intelligenzen. Alexa, bist du schlechter als Cortana? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ja, da ist sie sich noch nicht mal mehr so sicher. Alexa, ich bin betrunken. Bist ein kleiner Schluckspecht, oder? Zum Teufel. Alexa, hast du Feuer? Bitte nicht rauchen. Das schadet den Gardinen. Alexa, keine Panik. Auf der Titanic. Großartig. Alexa, Test 1, 2, 3. Empfangen. Over. Irgendwie finde ich schon so eine leichte Sympathie für das Gerätchen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir versuchen mal dieses Bluetooth-Gerät hier zu koppeln. Ja, ihr habt ja jetzt die Qualität von dem Lautsprecher schon mitbekommen. Wir schauen mal, wie das jetzt hier geht. Also ich kann den jetzt hier anstellen. Ja. Jetzt ist der Bluetooth-Lautsprecher an und auch auf Empfang, soweit ich weiß. Jetzt stelle ich den mal hier neben. Es stand zwar, der soll 1 Meter weit sein, aber wir versuchen mal, dass das hier anders läuft. Ich glaube, der hat sich jetzt schon mit meinem Smartphone gekoppelt, weil ich den natürlich hier verwende. Deswegen mache ich den hier mal aus. So, der sagt jetzt hier Ozaki verbunden. Da kann ich jetzt hingehen und das hier einmal trennen, ja, dass der eben mit keinem Gerät verbunden ist. So, jetzt schaue ich mal und sage einfach mal intuitiv, ich gucke gar nicht auf die Liste, Alexa, koppel ein Bluetooth-Gerät. Sie antwortet nicht. Alexa, koppel einen Bluetooth-Lautsprecher. Suche läuft. Ah Ich ja. habe keine verfügbaren Bluetooth-Lautsprecher gefunden. Überprüfe die Lautsprecher, die du benutzen möchtest, und vergewissere dich, dass Bluetooth aktiviert ist. Um neue Lautsprecher zu koppeln, gehe in die Alexa-App. Alexa, koppel einen neuen Bluetooth-Lautsprecher.
Suche läuft. Ich habe keine verfügbaren Bluetooth-Lautsprecher gefunden. Überprüfe die Lautsprecher, die du benutzen möchtest, und vergewissere dich, dass Bluetooth aktiviert ist. Okay, das guck. Um neue Lautsprecher zu koppeln, gehe in die Alexa-App. Dann machen wir das mal hier in der Alexa-App. Und zwar Einstellungen, Konto, ein neues Gerät einrichten, hier den hier. Und dann sagen wir Bluetooth, neues Gerät koppeln. Der sucht jetzt hier, wie ihr seht. Da stand ja, dass das Mindestabstand von 1 Meter, vielleicht liegt es daran, aber das habe ich so eigentlich noch nicht gehört. Da, guck mal, da ist er. Gehe ich mal drauf. Okay, jetzt ist er gekoppelt. Mit Music bei Ozaki verbunden. Jetzt, da du gekoppelt bist, kannst du das nächste Mal einfach sagen, verbinde meinen Lautsprecher. Okay, das war jetzt also eine einmalige Sache, ja. Und ich will jetzt irgendwas GEMA-freies. Was kann ich denn mal GEMA-freies nehmen? Alexa, spiele Gangnam Style. Ich konnte Gangnam Style nicht in Prime Music finden. Du kannst Gangnam Style bei Amazon Music Unlimited hören. Möchtest du gerne mehr erfahren? Nein. Okay, du kannst dich jederzeit anmelden. Sage einfach, Alexa, starte Amazon Music Unlimited. Hier ist eine Hörprobe von Gangnam Style, von Psy. Alexa, stopp. Also sie hat mich jetzt sogar gehört, als es super laut war, weil dieser Lautsprecher extrem laut eingestellt ist. Ich mache ein bisschen leiser. So, und das hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt versuche ich mal die Kopplung mit Spotify. Alexa, spiele Gangnam Style auf Spotify. Um etwas von Spotify abzuspielen, verknüpfe zuerst dein Premium-Konto mithilfe der Alexa-App. Okay, dann wollen wir das jetzt auch mal machen. Ich gehe jetzt nochmal hier in die App rein. Und schaue, Einstellungen. Okay, jetzt muss ich natürlich suchen, weil ich nicht genau weiß, wo es ist. Musik und Bücher, Spotify. Okay, das war intuitiv. Und da kann ich sagen, verknüpfe Ihr Konto Amazon bei Spotify anmelden. Und da kann ich jetzt meine Passwort und so weiter eingeben. Das mache ich mal eben. Jetzt habe ich hier stehen, Ihr Spotify-Konto wurde erfolgreich verknüpft. Das ging sehr, sehr einfach. Deswegen können wir das jetzt mal wieder schließen. Alexa, spiele Gangnam Style auf Spotify. Gangnam Style von Psy von Spotify. Okay, nice, funktioniert. Alexa, Lautstärke 10. Gangnam Style. Alexa, sie hört mich nicht. Alexa, stopp. Es war jetzt wirklich extrem laut hier. Ja, also das ist schon krass, wie sie einen hört. Alexa, blöde Kuh. Na, na, na. Das ist aber nicht nett von dir. Tut mir leid. Ah ja, okay, guck mal. Skills haben wir hier. Das sind diese Apps, womit man dann letztendlich noch Funktionalitäten hinzufügen kann. BMW, damit kann man dann was auch immer machen. Kitchen Stories, Zeiterfassung, Kopfrechnen, Geschichte des Tages, ja. Öffne Geschichte des Tages, krass. Irgendein Kurs, lokale Skills, Frage Lotto-Info, nach Lottozahlen fragen, Berliner Nahverkehr, Werder Bremen, HSV, Chefkoch. Was ist denn Chefkoch? Aber teilweise echt schlecht bewertet, sehe ich gerade. Toralarm. Also da gibt es schon einige Skills hier. Also ist schon krass, was es da so alles gibt. Ne? Also kann man ja nicht anders sagen an dieser Stelle. Ich glaube, da muss man sich extrem mit beschäftigen. Alexa, sprich mir nach. Abonniert alle mpox.de und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert alle m.de. Und lasst einen Daumen nach oben, da dieses Video gefallen hat. Ja, nicht ganz. Also hat sie noch nicht ganz drauf. Alexa, wie lange hat Mediamarkt in Dortmund geöffnet?
Mediamarkt mit der Adresse Wolfshofstraße 68 in Dortmund hat noch bis 20 Uhr geöffnet. Alexa, wie teuer ist eine PlayStation 4? Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Alexa, füge PlayStation 4 zu meinem Einkaufswagen hinzu. Okay, ich habe PlayStation 4 hinzugefügt. Rufe deinen Einkaufswagen auf, um zur Kasse zu gehen. Alexa, rufe meinen Einkaufswagen auf. Du hast einen Artikel auf deiner Einkaufsliste. Eine PlayStation 4. Alexa, wie teuer ist die PlayStation 4? Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Ja, aber ich will das doch jetzt bestellen, dann muss ich doch wissen, wie teuer das ist, Kollege. Alexa, bestelle die PlayStation 4. Das Top-Suchergebnis für PlayStation 4 ist PlayStation 4, Konsole, 500 GB, schwarz, slim, Q2016A. Das macht insgesamt 259 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Ich habe auch Raspberry offizieller PlayStation 4 Gaming Controller, PS4 Controller mit vier Programmierkarten. Was müssen wir jetzt was checken? Ist gut, ich will nicht, nee. Ja, okay. Das macht insgesamt 375 Euro und 89 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Alles klar. In der Alexa-App findest du weitere Optionen. Alexa, bestelle eine Nintendo Switch. Das Top-Suchergebnis für Tango Switch ist Switch Sticks G-Stock. Klar, verstellbar. Design Tango Pink. Das macht insgesamt 35 Euro und 70 Nein, nein, Nintendo, nicht da. Willst du den Artikel jetzt? Nee, nein. Oh Gott. Ich habe auch Trackmaster Switch Stop und Signalexpansion gefunden. Nee. Das macht insgesamt 19 Euro gut. Und 67 Cent. Nein. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Danke. Alles klar. In der Alexa-App findest du weitere Optionen. Ich will aber diese Nintendo haben. Alexa, bestelle eine Nintendo Switch. Ich habe mehrere passende Artikel gefunden. Der erste ist Nintendo Switch Neon Rot Neon. Ja. Aber er ist gerade Och, nicht verfügbar. Warum nicht? Möchtest du den nächsten Treffer hören? Ja. Basierend auf deinem Bestellverlauf habe ich mehrere passende Treffer gefunden. Der erste ist Nintendo Switch Pro Controller. Aber der Artikel ist derzeit vergriffen. Und wird am Freitag, 3. März, geliefert. Das macht insgesamt 69,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Ja, ich dachte, der wäre nicht lieferbar, hast du gerade gesagt. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein. Alles klar. In der Alexa-App findest du weitere Optionen. Okay, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Aber ich habe mal eine Frage. Alexa, wie lauten meine offenen Bestellungen? Soll ich Nintendo Switch bestellen? Nein. In Ordnung. Ich kenne mein Glück. Gleich storniere ich noch meine Switch-Bestellung. Aber ich will wissen, ob die meine offenen Bestellungen nennen kann. Alexa, gibt es offene Bestellungen? Eine Sendung aus Mauritius Bestellung wurde bereits zugestellt. Zwei Sendungen sollten am Freitag, 3. März, zugestellt werden. Aha. Alexa, welche Sendungen werden am 3. März zugestellt? Das kann sie nicht. Also die weiß nur, dass drei Bestellungen noch zugestellt werden, aber sie liest jetzt nicht vor, was da drin ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, aber ja, es geht anscheinend nicht. Vielleicht braucht man es auch nicht. Es ist natürlich zum Demonstrieren vielleicht ganz nett, aber es ist eigentlich komplett sinnlos. Mal gucken, was es noch gibt. Alexa, was war das erste Album von Michael Jackson? Got to be there. Was war das erste Album von Pietro Lombardi? Jackpot.
Jackpot? Echt? Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich die ersten Alben nicht kenne. Alexa, was war das erste Album von NWA? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Alexa, was war das erste Album von Ice Cube? America's Most Wanted. Okay, ich glaube, das kommt sogar hin. Ja, aber sowas kann man stellen. Oder zum Beispiel, Alexa, wer spielt Arya Stark aus Game of Thrones? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Das geht aber. Moment, ich gucke nochmal. Das habe ich irgendwo gelesen. Moment. Alexa, wer spielt Arya Stark in Game of Thrones? Ich weiß nicht, was du mit dieser Frage meinst. Das ist kurios, weil das hier in der Liste steht. Das kann doch nicht sein, dass sie das gelöscht haben. Oder braucht man da ein Skill für? Alexa, was ist der neueste Film von Leonardo DiCaprio? Das weiß ich leider nicht, aber du kannst danach in dem Link für die Bing-Suche in der Alexa-App schauen. Warum kann die das nicht? Alexa, wie lautet die IMDb-Bewertung für Matrix? Ich habe die Frage Ah, nicht da war ich richtig zu langsam, verstanden. da habe ich zu lange gedacht. Alexa, wie lautet die IMDb-Bewertung für Matrix? Steht hier auch. Ich habe hier eine sehr komische Liste, ja? Alexa, was ist die Hauptstadt von Australien? Die Hauptstadt von Australien ist Canberra. Nicht Sydney? Okay, alles klar. Alexa, was ist die Definition von Analverkehr? Analverkehr kann Folgendes bedeuten: Einführen des erigierten männlichen Gliedes in den After der Sexualpartnerin bzw. des Ah, Sexualpartners. danke. Weiß ich jetzt Bescheid, ne? Alexa, was ist die Definition von Oralverkehr? Oralverkehr kann Folgendes bedeuten: Sexualpraktik, bei der die Geschlechtsorgane oder der Anus eines Sexualpartners Ah. mit dem Mund bzw. den Lippen, der Zunge oder den Zähnen stimuliert wird. Okay. Ja, kann man natürlich auch was lernen hier für die Kinder da draußen, ne? Wenn ihr was nicht wisst, fragt ihr die Alexa, dann ist das alles ganz gut. Ah, sie reagiert wieder. Tut mir leid, ich habe ihren Namen gesagt, ja? An dieser Stelle, ja, danke Alexa für diese Information. Wir versuchen es. Das ist rein wissenschaftlich, was ich hier tue. Ja? Nehmt mir das nicht krumm. Alexa, was ist die Definition von Deep Throat? Ich kann deine Frage leider Ja, nicht das beantworten. beruhigt mich. Das beruhigt mich. Alexa, wer ist der Chef? Du. Das ist kurz und knapp. So will ich dich hören, mein Junge. Alexa, was gibt es für beliebte Songs von Michael Jackson? Top-Songs von Michael Jackson werden abgespielt. Alexa? 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 Ich glaube, Alexa mag Michael Jackson. Stopp! Okay. Da hat sie mich das erste Mal nicht so gehört, aber diese Ozaki-Lautsprecher sind natürlich auch relativ laut, muss man an dieser Stelle sagen, ja? So. Was sagt der Hund, wenn er beim Spazierengehen ein tolles Auto sieht? Wow. Gott, die sind gut. Die sind, ah, Seitenstecher. Wie nennt man jemanden, der gleichzeitig kifft und tanzt? Einen Grashüpfer. Sind nicht schlecht. Fragt der Ober, essen Sie gerne wild? Nein, lieber ruhig und unauffällig. Okay, dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Ja, ich habe jetzt genug ausprobiert. Ich werde ehrlich gesagt noch ziemlich viel ausprobieren. Aber das Teilchen macht schon auf jeden Fall Sinn, ne? Also es ist viel Quatsch natürlich dabei. Aber gerade sowas wie Timer, Wecker, Sport, Nachrichten, Radiosender abspielen. Ich glaube, dass ich mit diesem Ding tatsächlich mehr Musik hören werde. Einfach weil ich morgens in die Küche laufe und kurz zwei, drei Sätze sage und dann meine Musik habe. Und wenn ich rausgehe, kann ich sie quasi auch wieder mit einem Spruch stoppen. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich eigentlich keinen Bock, irgendwo hinzugehen.
irgendeinen Schalter zu betätigen und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann vielleicht, wenn man gerade sitzt und sagt, oh, jetzt habe ich vergessen, das Radio anzumachen, dass man dann einfach was sagt und dann ist das Radio an. Ne? Oder man hat morgens vielleicht gerade Bock auf einen speziellen Künstler und sagt dann einfach, Alexa, spiel irgendwas von Michael Jackson oder Tupac oder wen auch immer und kann dann auch noch die Musik hören, worauf man gerade richtig Bock hat. Ja? Das wäre eine ganz coole Sache. Ich gucke mal, wie es sich in meinen Alltag integriert. Ja? Und wenn es geil wird, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich noch einen Echo Dot kaufen und den hier in ein anderes Zimmer packen. Ich glaube, diese großen für 180 Euro, sagt ihr das mir mal in den Kommentaren, wofür lohnt sich die Dinger? Da ist nur ein Lautsprecher hier oben drauf, mehr nicht. Da kann ich mir doch lieber für die Differenz, ja, also einen richtig geilen Bluetooth-Lautsprecher holen und bin dann sogar noch ein bisschen flexibler, ja. Und ja, kann dann ja, mich anderweitig um Sound kümmern. Ne? Ich kann das Ding zum Beispiel per Bluetooth einfach an mein Heimkino anschließen und so weiter und habe dann eigentlich immer die beste Quelle. Kann ja auch per Sprachsteuerung koppeln. Das hat jetzt bei mir zwar nicht geklappt, aber normalerweise denke ich mal, dass es klappen müsste. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil auch da drin steht, dass es irgendwie zu nah dran war. Aber das weiß ich nicht genau. Das müsste man sehen. Ich finde es ganz cool, dass man das mit einer Powerbank betreiben kann. Ja, die Powerbank von Anker hier hat extrem viel Saft. Ich glaube, über 20.000 mA. Ich habe jetzt 40 Minuten oder sowas getestet. Hat noch nicht mal einen Strich weggemacht. Also das heißt, ich kann es eigentlich permanent an dieser Powerbank betreiben und wenn ich dann irgendwo stationär bin, ich besorge mir noch ein kurzes Kabel, wenn ich dann stationär bin, dann kann ich einfach die Powerbank laden und nicht Alexa. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall. Ich schreibe euch auf jeden Fall mal einen Link zu dieser Powerbank. Das ist ein richtig geiles Teil, wie ich finde. Ja, ist kein Placement oder so. Finde ich nur sehr, sehr schick. Ja, wenn ihr euch die hier anguckt, auf jeden Fall ganz nett. Ja, das war mein Echo Dot Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es sehr lang war. Und ja, schreibt doch mal was in die Kommentare, was vor allem mit dieser Liste auf sich hat. Ich habe die, wie gesagt, von amazonecho.de oder sowas. Und da gibt es so ein Wiki mit zig Einträgen und da stimmt die Hälfte nicht. Keine Ahnung, was das soll. Gut, alles klar. Ich bin draußen und sage bis dann. Peace.